eure Kundendaten noch mit Stift und Papier, also Informationen wie wie viele Personen leben im Haushalt, wie viel Stromverbrauch hat der Kunde, wünscht der Kunde ein Elektroauto oder ist vielleicht ein Stromspeicher gewünscht, dann haben wir die richtige Lösung und zwar mit dem Kundencheck bzw. mit der Vorplanung aus unserer Doku-App. Und wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt in der Praxis. Durch den Klick auf den Plus-Button öffnen wir ein neues Projekt. Hier können wir die Kundendaten wie Name und so weiter alles eintragen und ganz wichtig, die Adresse ist als einziges Pflichtfeld auszufüllen. Direkt durch Klick in der Karte oder man kann oben auch die Adresse direkt im Adressfeld eingeben. Anschließend durch Klick auf Weiter haben wir nun die Möglichkeit, die Informationen einzutragen, die ich gerade schon genannt habe. Hausstromverbrauch, wie viele Personen leben im Haushalt, wünscht der Kunde ein Elektroauto, haben wir vielleicht ein Gerüst schon zur Verfügung, ja, nein, sind irgendwelche Störfelder auf dem Dach. All diese grundlegenden Informationen kann ich hier hinterlegen. Durch Klick auf Weiter kann ich nun alle relevanten Daten für unsere Planungssoftware BASE eintragen. Auch wenn ich BASE nicht benutze, können trotzdem die Informationen der Dachart, der Dachhöhe, der Dachneigung und so weiter hinterlegt und eingetragen werden. Im nächsten Schritt werden dann die Informationen zum Wechselrichter, zu den Modulen, Notizen, Störfelder und so weiter abgefragt. Diese Punkte kann ich ausfüllen, muss ich aber nicht ausfüllen und kann ich weiterklicken und das Projekt direkt durch Weiter zur Planung an BASE schicken. Alle wichtigen Informationen sind nun direkt digital transferiert zu BASE und dort kann ich die Planung der PV-Anlage fortführen. Durch den direkten Import zu unserer Planungssoftware BASE spart ihr nicht nur eine Menge Zeit, sondern ihr habt die ganzen Kundendaten auch direkt in der App. Das heißt, immer dabei, immer in eurer Hosentasche und wenn irgendwelche Fragen dazu sind, könnt ihr direkt darauf zugreifen.